Taucher feiert wieder sein Fest des Jahres. Das Volksfest Tauchschau bestimmt vom 24. bis 26. August wieder das Stadtbild vor den Toren Leipzigs. 10.000 Besucher kamen allein im vergangenen Jahr. Wir haben eigentlich immer wieder das bewährte Programm am Freitag, Samstag, Sonntag. Als Highlight sicher zu nennen in diesem Jahr die Gruppe Karussell, aber auch ansonsten viele Künstler aus der Umgebung, aus der Region. Und ich denke, dass wir wieder ein sehr interessantes und tolles Programm zusammengestellt haben. Der Tauchsche ist ja ein Fest, was die Taucher insbesondere für sich durchführen, aber wir freuen uns natürlich auch auf viele, viele Gäste aus der Region, insbesondere auch aus der Stadt Leipzig, und hoffe, dass alle mit uns gemeinsam an diesem Wochenende hier in Taucher richtig toll feiern. Auch sportlich gibt es einige Highlights, darunter den Stadtlauf, Ringershowkämpfe und ein Nachtvolleyballturnier. Ja, der LC-Taucher und der Stadtlauf-Taucher e.V. richten den Lauf aus zum 9. Mal. Und wir haben eine neue Strecke, das ist ganz wichtig. Und die Strecke wird durch die Innenstadt führen. Und insofern denken wir, dass es eine sehr attraktive Geschichte wird. Wir laden alle Besucher ein, sowohl als Zuschauer, aber auch als Teilnehmer die Strecke zu begleiten. Es wird wie ein intensiver Stadtrundgang werden. Liebe Taucherinnen und Taucher, kommt am 24. bis 26. August auf die Festwiese, auf dem Marktplatz. Amüsiert euch. Wir haben ein buntes Programm vorbereitet. Bestes Wetter. Es kann nur eine wunderschöne Tauchschau zum 15. Mal werden. 13 Uhr das Stellen für den Festumzug, 14 Uhr beginnt der Festumzug in der Krikauer Straße und wird ca. 90 Minuten dauern. Die derzeitige Teilnehmerzahl 85 bis 90 tatsächliche Teilnehmer, und wie gesagt, die Streckenführung geht von der Krikauer Straße über die Leipziger Straße und endet dann Geschwister-Scholl-Straße, Wurzner-Straße. Und ein Rücken über Gleis über den St. Engels.